Oh, jetzt haben wir hier auch nichts mehr groß zu tun. Dann können wir ja jetzt da ist abgeschlossen. Wir haben ja einen Schlüssel, das ist ja der Vorteil. Deswegen können wir uns gleich richtig schön beeilen. Aber erstmal, oben war ja noch eine Tür. War das jetzt hier? Ach, ich kann mir echt diese Maps nie merken. Aus dem Grund, ich bin sowieso nicht lange hier. Ah, super offen. Oder ich habe keinen Plan, was soll ich hier machen? Weil ich hier, muss ich hier nicht sowieso? Yep. Dann haben wir noch die eine, die ist kaputt. Okay. Weiß ich darüber Bescheid. Okidoki. Ab wieder eine Etage nach oben. Wo war was? La la la. Durch die Tür, la la la. Immer durch die Türen durch. Oh Mann, ich sollte mich echt mal besser orientieren. Aber es sieht hier alles so gleich aus. Das ist ja die Scheiße. Oh nein, der Dicke! Frisst mich. Wo ist der schnell? Tür auf! Okay. Oh. Hoppala. Falsche Richtung. So, und durch. Na, ich wusste, dass da irgendwas drinne ist. Ah, noch so ein Fettsack. Ein fetti, fetti, Fettsack. Schule. Ach, das alte Pult von ihr? Kann das sein? Mit dem Witch oder sowas? Okay, ich kann auch Thief lesen, also Dieb. Deal? Geh nach Hause, krepier doch Dieb. Hm. Das war Alessas. Ich meinte, das war mal mein Tisch. Ist hier sonst noch was? Altes, zerflattertes Notiz auf dem Podest. Oder liegt noch ein Brief drin? Mal sehen. In meiner Klasse ist ein Mädchen, das heißt Alessa. Wenn dein Gedächtnis was taugt, wirst du dich an sie erinnern. Sie ist diejenige, die die anderen Hexen nennen. Wahrscheinlich wird sie von ihrer Mutter missbraucht. Wöff! Ich habe sie nie ohne irgendeinen Kratzer oder blaue Flecken in die Schule kommen sehen. Mit Ausdruck ist mitleiderregend dunkel für eine Sechsjährige. Vielleicht ist sowas ja gar nicht so ungewöhnlich. Statt sich nutzlosen Ideen einfallen zu lassen, ist es besser, einfach zu beobachten und zu warten. Aber kann ich nicht doch irgendwie helfen? Ich überlege, ob ich mich an einen Anwalt wenden soll. Aber ich habe auch Bedenken, deshalb wende ich mich nicht zuerst... Wenn ich mich zuerst an dich, mein Freund, um dich nach deiner Meinung zu fragen. Gordon. Okay, was ist das? Patrone. Juppdidu. Offen. Bin ich jetzt? Ah. Oh, Scheiße. Ein Fettsack. Kassettenrekorder? Wir haben doch eine Kassette. Verwenden. Hören wir mal gespannt zu. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening, but God
God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so she has slumbered ever since, in the womb of the Holy Mother, until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes. But does that mean that this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. Okay, weitere Background-Infos. Was haben wir hier sonst noch? Briefe, nein, vielleicht Vorschläge. Die Leute fangen an, ihr unzufriedenen Ausdruck zu verleihen, dass Pater Vincent das Geld der Organisation für seinen persönlichen Vorteil verwendet. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass Pater Vincent einige Anhänger zu Spenden gezwungen hat. Boah, die Sau! Ist er wirklich die richtige Person für diese Position? Ich kann nicht leugnen, dass er viel zum Wachstum der Organisation beigetragen hat. Auch wenn wir an Gott glauben, sollten wir... Dann käme es zu einer Art Versammlung, nicht nach unserem begrenzten Talent, unserer Redseligkeit, sondern nach Tiefe unseres Glaubens bewertet werden. Aha. LS. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Nope. Dann gehen wir halt wieder raus. Puh, Gott sei Dank war die Tür auf. Oh nein. Ist hier überhaupt irgendwas in diesem Raum? Niemand's nimmt. Nee, da bleibe ich lieber beim Ticken. Yay, nur geht auf. Aha, Taukarte. Gut, die brauche ich. Die Hohepriesterin, jawohl, jetzt habe ich auch alle. Tagebuch. Von wem? Von was? Von wo? Haben sie schnell geklickt. 10. November. Sie starb damals nicht, sie wurde geboren. Da war ich mir sicher. Bist du das? Aber warum habe ich sie ja noch nicht gefunden? Das heißt, sie bräuchte ihre Macht für das Glück aller Menschen des Paradieses zu erbauen. Dafür sollte sie wiedergeboren werden. Mhm. Ich würde sie wirklich gerne sehen. 14. November. Das Buch der Lobpreisung. Ich will Pater danken, dass er mir so ein wertvolles Buch geliehen hat. Darin fand ich, was ich gesucht hatte, wie man Gott erweckt, aber es ist viel zu grausam. Werde ich es schaffen, wenn ich sie sehe? 16. November. Ich hatte den ganzen Tag frei und las eine moderne Geschichte der Flüchtlinge und junge Sklavengeburt. Kinderausbeutung. Ach du Scheiße. Ich will kein bloßer Zuschauer in dieser Welt sein, aber jetzt kann ich nichts unternehmen und das macht es so schwer. Und da liegt noch was auf dem Tisch. Geburtstagskarte. Die hat sie also immer noch verwahrt. Was steht denn drinne? Sehen wollen. Happy Birthday. Das sieht ein bisschen selbstgemacht aus. Der kleinen Claudia Hesselnguss zum 6. Geburtstag. Ich liebe dich wie meine richtige Schwester. Auf dich. Prost. Dann würde ich sagen, dann können wir uns auch wieder auf den Weg nach unten machen. Ach, Dicker! Anscheinend komme ich nicht so an ihn vor. Jetzt aber! Und! Heather! Lauf, du! Ach, dann
Leck mich doch am Arsch, ey. Wenn du zu blöd bist, da an ihm vorbeizukommen. Oh, dieses scheiß Klassenzimmer. Naja, kann man nichts machen. Schneller durch. Ich leg mich nicht mehr Gegner. Ich brauche meine Munition. Was sagt überhaupt meine Lebensenergie? Uiuiuiuiuiui. Meine Lebensenergie sagt. Oh. Meine Lebensenergie sagt, dass ich falsch bin. Lass ihr mich mal in Ruhe. Links, rechts. Links. Echt. Sorry, dass ich immer so oft auf die Map gucke, aber ich kann es mir halt schlicht merken. Ich habe halt einen ziemlich bescheidenen Orientierungssinn. Okay. Creepy. Psycho. Alles andere. Bloß nicht normal. Ja, hier rum. So, das war die Tür. Ach, meine Fresse. Was sagt Lebensenergie? Ach, mir geht's noch. So, welche Tür war jetzt offen? Das war. Ach, die ganze. Okay, das kann ich mir sogar merken. Oh, hier müsste ich aber richtig sein. Yep. So, vorsichtshalber nochmal speichern. Und weiter geht's. Auswählen. Wo ist er? Ach, soll ich mal vorräten? Verwenden. War unten rechts. Sie ist offen. Mal rein in die gute Stube. Immer schon der Kamera entgegenlaufen. Und jetzt vor ihr weglaufen. Jetzt oben drüber laufen. Okay, mal gucken. Was befindet sich hinter dieser Tür? Auf jeden Fall wird irgendwas geladen. Vincent! What do I want? Well, for the two of you to die, that'd be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives! Just look around you. Oh, but I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has terrible taste.